Hallo und herzlich willkommen hier, eine neue Folge BlindTech bei Checo. Mein Name ist Jessie und heute geht es um Kreta, barrierefreies Kino mit Audio Description und Untertitel. Die App Kreta macht Audio Description und Untertitel zugänglich in jedem Kino, in jedem Saal, zu jeder gewünschten Vorstellung. Einfach vom eigenen Smartphone aus erlebe barrierefreies Kino, das richtig Spaß macht. Eigenständig und unabhängig, allein oder mit Freunden. Übrigens, die App funktioniert auch zu Hause beim DVD-Schauen und bei der Nutzung von Streaming-Diensten. Mehr dazu erfahrt ihr aber jetzt gleich nach dem Intro. So, ihr Lieben, wie anfangs schon gesagt, es geht heute um die Kreta-App, barrierefreies Kino mit Audio-Description und Untertitel. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, das heißt Podcast Folge 3, Kino, Film und Fernsehen für Blinde und Sehbehinderte, Audio-Description macht es möglich. Findet ihr oben rechts in der Infobox den Link und auch in der Videobeschreibung. Des Weiteren ist die Nutzung der App natürlich kostenlos und die App ist momentan im App Store für iOS und auch bei Google Play für Android erhältlich, beides kostenlos. Beide Links findet ihr auch in der Videobeschreibung. Des Weiteren auch in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Webseite und ja, ladet euch die App runter, probiert das Ganze aus. Wie gesagt, funktioniert nicht nur im Kino, sondern auch auf DVD oder bei Nutzung von Streamingdiensten. Und mittlerweile haben sie da eine ziemlich gute Filmauswahl. Ich habe das Ganze schon ein paar Mal ausprobiert. Ich hatte 2-3 Mal ein bisschen Verbindungsfehler, da hat das Ganze war ein bisschen zeitversetzt. Aber dann habe ich es einfach nochmal neu gestartet, also die Kreta-App und neu verbunden und dann war das Thema auch wieder gegessen, dann war es auch wieder zeitgleich. Also dann hat das Audio Description dann auch wieder mit dem Film zusammengepasst. Ja, natürlich ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial nach oben da, was die Konnektivität angeht, beziehungsweise dann, dass es auch zeitgleich abläuft. Das hängt aber auch damit zusammen, in der Kreta-App habt ihr oft mehrere Versionen zum Aussuchen. Das ist teilweise ein bisschen doof, was das Streamen dann angeht, weil ihr könnt dann zum Beispiel unter der DVD-Version und unter Blu-ray-Version wählen und auch verschiedene Versionen. Und da ist es dann immer ein bisschen schwierig, die richtige Version zu erwischen, wenn man zum Beispiel über einen Streaming-Dienst geht. Aber nichtsdestotrotz, an sich ist es wirklich eine mega gute Idee und es ist auch richtig klasse umgesetzt, finde ich. Und es funktioniert tatsächlich. Ja, also ihr sitzt dann quasi da, schaltet den Film ein, geht in die Kreta-App, in der ihr den Film ausgesucht habt, ladet dort auch den Film herunter. Das Ganze piept dann ganz kurz und dann seid ihr, also geht erst ein bisschen tock, tock, tock. Und dann piept es ganz kurz und dann seid ihr auch schon direkt verbunden und die Audio Description wird über die Lautsprecher am Smartphone ausgegeben oder am Tablet, was ihr nutzt. Ich würde euch hier empfehlen, benutzt In-Ear-Kopfhörer, am besten sogar zum Beispiel AirPods oder die Samsung Buds oder so. Da reicht auch nur einer und steckt die dann direkt ins Ohr. Es gehen natürlich auch die, die beim Smartphone mit in der Kiste mit dabei liegen. So funktioniert es am besten, dass ihr den Ton vom Fernsehen mitbekommt oder vom Kino natürlich und den Ton vom Audio Description natürlich auch. Ja. Des Weiteren werde ich jetzt ein bisschen noch auf die Webseite eingehen. Ich werde euch da ein paar Inhalte zum Besten geben, direkt von der Webseite. Und ich kann es euch nur empfehlen, testet die App. Sie ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Und es sind auch sehr viele Inhalte dort auffindbar. Und ja. Ich kann es nur jedem empfehlen, macht mit. Wenn was nicht funktioniert, teilt es den Entwicklern auch mit. Die sind auch ständig daran, was zu verbessern.
Und ja, wie jetzt nachfolgend, werde ich ein bisschen was über die App noch erzählen und generell, wie das Ganze funktioniert. Und dabei noch ganz viel Spaß. So, jetzt erstmal, wie funktioniert die App? Einfach Greta kostenlos aus dem App Store oder Google Play herunterladen. Die App starten und den gewünschten Filmfassung auswählen. Den gewünschten Film aussuchen und die entsprechende Audiodescription oder die Untertitel herunterladen. Beim ersten Mal musst du dich anmelden, registrieren. Jetzt bist du bereit für den Kinobesuch. Wenn du die Audiodescription zum Film hören willst, dann stecke im Kino einfach die eigenen Kopfhörer ein und starte Greta, indem du beim jeweiligen Film auf Abspielen klickst. Wenn du die Untertitel zum Film nutzen willst, dann klicke einfach beim jeweiligen Film auf Abspielen. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und genießen. Die App erkennt den Filmstart automatisch und spielt die Audiodescription oder die Untertitel synchron zum Film ab. Hilfreich für die Audiodescription-Nutzer, solange die App hört, wird ein Herzklopfklang abgespielt. Wenn die App synchronisiert hat, erkennst du an einem kurzen Signalton. Hilfreich für alle Untertitelnutzer, für noch mehr Komfort kannst du die Größe der Untertitel manuell einstellen. Du kannst das Abspielen der Audiodescription und der Untertitel jederzeit unterbrechen oder manuell synchronisieren. Beim Fortfahren wird die Audiodescription oder der Untertitel selbstständig wieder an der richtigen Stelle des Films abgespielt. Das Synchronisieren mit dem Filmton dauert ca. 3 bis 7 Sekunden. Bei lauten Umgebungsgeräuschen kann sich die Zeit etwas verlängern. Die App synchronisiert sicher und stabil in jedem Fall. Tipp für die Audiodescription-Nutzer: Am besten geeignet für die Anwendung sind In-Ear-Kopfhörer, die im Lieferumfang fast aller Smartphones enthalten sind. Mit einem Ohr hörst du die Audiodescription, mit dem anderen Ohr tauchst du in den vollen Kinosound ein. Also hier würde ich auch sagen, fast die bisschen teurere In-Ear-Kopfhörer zu nutzen, weil da auch der Umgebungston mit eingegeben wird und da ist das Ganze ein bisschen intensiver. Beim ersten Öffnen der App iOS musst du den Zugriff auf dein Mikrofon erlauben, damit es funktioniert. Tipp für die Untertitelnutzer: Die App ist extra ganz dunkel, sodass sie niemanden im Kino stört. Am besten stellst du aber trotzdem die Helligkeit deines Displays manuell so ein, dass du die perfekte Einstellung hast. Beim ersten Öffnen der App iOS musst du den Zugriff auf dein Mikrofon erlauben, damit es funktioniert. So, jetzt noch ein bisschen Allgemeines. Aus der Website, auch das könnt ihr natürlich jederzeit nachlesen. So, wie kommt der Film bzw. die Audiodescription und der Untertitel in die App? Zuerst muss vom Produzenten, dem Kinofilmverleiher oder der Fernsehanstalt eine Audiodescription und Untertitel erstellt werden. Im nächsten Schritt erhalten wir einen Auftrag der Audiodescription und die Untertitel über die App Greta einfach und flächendeckend zugänglich zu machen. Filmverleiher wie zum Beispiel Universal Pictures, Warner Bros. Disney und einige andere, die barrierefreies Kino ermöglichen und unterstützen, findet ihr direkt auf der Webseite und unten in der Partnerliste. Wähle aus diesem Filmangebot deinen Wunschfilm aus. Erlebe den vollen Kinospaß, wo du willst und wann du willst. Greta funktioniert in allen Kinos, in allen Open-Air-Kinos, bei Events, Premieren, auch zu Hause bei DVD, VOD und Fernsehen. Achte auf die DVD-Fassung des gewünschten Films in der App für einen gelungenen DVD-Abend. Wenn es dir gefällt, sag es gern weiter, zum Beispiel die Teilen-Funktion in der Apps oder über Facebook. Wer wählt die Filme aus? Die Filmverleiher und Produzenten entscheiden selbst, welche Filme sie wann ins Kino bringen und ob sie den Film über die App Greta zugänglich machen.
Hast du einen Filmwunsch? Schreibe uns. Wir leiten deine Anfragen sehr gerne an die entsprechenden Verleiher weiter. Also, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, meldet es Greta. Wenn ihr Probleme habt, meldet es Greta selbst. Wir sind auch immer an Problembehebung und an der kontinuierlichen Verbesserung wirklich aktiv dabei. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder was, schreibt dorthin. Die sind wirklich offen für Wünsche, Fragen, Anregungen. Was ist eine barrierefreie Kinofilmfassung? Eine barrierefreie Kinofilmfassung ist ein Kinofilm, der anhand einer barrierenfreien Version, sprich Audiodescription oder Untertitel, zugänglich sein kann. Entweder über spezielle Technik, die du im Kino ausleihen kannst, oder einfach dein eigenes Smart Device, Smartphone, iPod Touch oder Tablet mit der App Greta. Was ist ein Audiodescription? Dazu noch ganz kurz, oben rechts findet ihr nochmal den Link zu dem Video, in dem ich länger erkläre, was Audiodescription ist, aber jetzt erst nochmal das, was hier auf der Webseite dazu steht. Die Audiodescription beschreibt in knappen Worten wichtige Elemente der Handlung, Gestik, Mimik und der dramaturgisch relevanten Umgebung. Die Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Audiodescription ermöglicht blinden Zuschauern, auf diese Weise einen Film zu erleben. Was sind Untertitel für gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte Zuschauer? Diese speziellen Untertitel machen einen Film erlebbar, in dem alle Dialoge und dramaturgisch relevanten Umgebungsgeräusche im Bild oder Hintergrund, wie zum Beispiel mit dem Hinweis lauter Knall, in Untertitel übersetzt werden. Zusätzlich können durch farbige und/oder formatierte Untertitel die Hauptfiguren unterscheidbar gemacht werden. Unsere Vision: Wir möchten dir deinen Wunschfilm in einer großen Auswahl in unserer Filmdatenbank zur Verfügung stellen. Hilf uns, das Filmangebot laufend zu erweitern und nenne uns die Filme, die du gerne sehen möchtest. Auf diese Weise bauen wir gemeinsam eine Filmdatenbank auf, die deinem Filmgeschmack entspricht. Du bist herzlich eingeladen, uns auf Facebook zu liken. Helfe aktiv mit, damit wir immer die besten Filme für dich barrierefrei mit Audiodescription und Untertitel anbieten können. Wir sind Filmenthusiasten und wollen mit dir unsere große Leidenschaft teilen. Übrigens, wenn die Kinofilme auf DVD oder im TV laufen, funktioniert Greta genauso wie im Kino. Endlich großes Kino einfach erleben. Unsere Vision ist ein 100%ige barrierefreie Kino in ganz Europa. Mit zahlreichen speziellen Aktivitäten und Events, wie zum Beispiel exklusiven Vorpremieren, wollen wir dir die gesamte Palette des Kinovergnügens näher bringen. Wir hoffen außerdem, dazu beitragen zu können, dass die Jurys bedeutender Filmfestivals wie Cannes, Berlinale oder Venedig mit blinden oder gehörlosen Mitgliedern komplementiert wird. Und diese Art der Filmrezeption uns alle in die Welt der Filmwelt neu inspiriert. Ja. Das war's für heute erstmal soweit. Ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich die App ein bisschen näher bringen. Also wirklich, probiert's aus. Es funktioniert tatsächlich. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch der App gegenüber und sie sind wirklich sehr offen dort. Also wenn ihr irgendwelche speziellen Filme sehen wollt oder keine Ahnung, meldet euch dort. Mehr als sie werden, denke ich, auch immer weiter dran arbeiten und ja, also ihr hört es ja selbst oder ihr könnt es auch selbst nachlesen auf der Website. Ne? Sie sind wirklich angetan, das Ganze ja barrierefrei so zu gestalten, dass wir wirklich auf 100% der Produktionen auch Zugriff haben. Ja, es ist ja nach wie vor immer noch nicht, es sind zwar immer mehr
Und auch die Greta-App wird immer besser und es kommen immer mehr Titel mit dazu, aber dennoch sind keine 100% möglich, ja. Es sind immer noch sehr, sehr viele Filme und vor allem auch Serien, bei denen ich die Audiodescription wirklich schmerzlich vermisse. Was ich auch immer wieder ein Thema finde, ist gerade Streamingdienste wie Netflix und so weiter. Die Originalproduktionen sind alle mit Audiodescription versehen von Netflix, aber meist nur in der Landessprache. Das heißt, wenn es in Amerika produziert wurde, ist Audiodescription auf Englisch vorhanden. Oder wenn es in Spanien produziert wurde, in Spanien. In manchen Fällen dann halt Spanisch und Englisch, aber nie oder selten auf Deutsch. Das ist was, was mir wirklich fehlt. Mehr vor allem Hit-Serien mit Audiodescription zu versehen. Ich zum Beispiel, ich würde es so feiern, Game of Thrones, ja, mit Audiodescription. Oder andere Serien, die wirklich gefeiert werden, wie zum Beispiel Orange is the New Black, da ist die Audiodescription da, ja, aber halt nicht auf Deutsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Englisch reicht nicht dafür aus, um entspannt fernsehen zu können mit englischer Audiodescription. Ich kann es verstehen, aber es ist dennoch kein entspanntes Fernsehen, gerade im Serienbereich, ja. Und es gibt so viele Serien, gute Serien. Ich würde mir echt wünschen, ich könnte die mit der Audiodescription schauen, ne? Und es wäre Audiodescription verfügbar. Ich persönlich für meinen Teil, ich würde dafür sogar was bezahlen, um diese Inhalte dann auch mit Audiodescription nutzen zu können. Ja gut, es ist jetzt schon wieder ein Thema, ist es fair, ist es nicht fair, aber doch, also ich fände es mega, wenn es wirklich heute alle Inhalte mit Audiodescription geben würde oder man die Möglichkeit hat, auf die Inhalte mit Audiodescription über sowas wie eben diese Greta-App zurückzugreifen. Das fände ich genial, wirklich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.